Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars, es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Gibt es Banken, die mich verpflichten, wo ich sage, ich habe mit denen Vertrag, der läuft über 10 Jahre, aber die Zinsbindung ist nur 5 Jahre und ich muss mit denen nach diesen 5 Jahren auch die dann an fälligen Zinsen dann auch mit denen vereinbaren. Da kann ich immer nach Zinsbindungsende immer auf die Bank wechseln. Ja, also letzteres ja, Sie können jederzeit, jetzt müssen wir auch darauf achten, weil das kann einerseits ganz schlau sein, kann andererseits aber auch in die Hose gehen. Sie können ja auch sagen, ich mache jetzt bei 200.000 zwei Darlehen. Ich mache eins über 100.000 mit 5 Jahren fest und eins 100.000 über 10 Jahre fest. Dann sind Sie mit dem ersten Darlehen, was nach 5 Jahren fällig ist, eigentlich an die Bank gebunden. Wenn Sie sagen würden, mit diesen 5 Jahren wollen Sie zu einer anderen Bank, sagt eine andere Bank ja, aber da haben wir eine nachrangige Besicherung, das machen wir nicht. Ja? Also vom Prinzip her, aber wenn Sie sagen, Mensch, ich mache zwei Darlehen, beide über 10 Jahre Zinsverschreibung, dann können Sie nach 10 Jahren sagen, winke, winke. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage, einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!